Jutta Sirotek fürchtet, wer Gott aus den Augen verliert, sieht nur noch sich selbst. Ich finde, Gesellschaft läuft die Gefahr, egoistischer zu werden, wenn man die Gemeinschaft aus den Augen verliert. Ja, und da ist Kirche eben eine Institution, die auf die Gemeinschaft oder auf die Schwächere hinweist. Philipp Möller sieht das anders. Humanistische Werte wurden gegen die Kirche erkämpft. Vorbereitungen für einen Fernsehauftritt. Bei einer Podiumsdiskussion wird Möller die Giordano Bruno Stiftung vertreten. Als humanistischer Missionar? Öffentlichkeit zu kriegen, ist ja nicht gleich missionieren. Für eine Weltanschauung, wie ich sie vertrete, kann man schlicht und einfach nicht missionieren. Und das beweist eigentlich nur, wie da teilweise noch in alten Denkmustern die Menschen verhaftet sind, indem sie sofort von Missionieren sprechen. Ich verstehe mich nicht, überhaupt nicht als Missionar, sondern schlicht und einfach als jemand, der der Öffentlichkeit mit Informationen zur Verfügung stellt, sodass sie dann selbst entscheiden können, was sie damit anfangen. Der engagierte Ungläubige trifft auf den katholischen Bischof. Erstes Kräftemessen der Diskutanten hinter der Bühne. Ich bin hier heute als Einziger, der quasi die Position des Kritikers vertritt. Woher wissen Sie das? Beziehungsweise die Position des Kritikers, der wirklich außerhalb der Kirche ist. Ne? Dass jetzt der Atheismus steigt in unserer Gesellschaft, das kann ich schwer beurteilen. Er wird lauter, er äußert sich stärker. Und deshalb wird auch natürlich in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen. Schwierig für mich, in Fragen der Kirche mitzusprechen, denn... Ist Ihnen wurscht? Nein, es ist mir nicht wurscht, sondern ich wünsche mir einfach eine Gesellschaft, in der Religiosität schlicht und einfach etwas Privates ist. 2/3 der Einwohner in Deutschlands gehören einer christlichen Kirche an. Die Caritas ist der größte Arbeitgeber in Deutschland. Nicht Siemens, nicht BMW, nicht die Deutsche Bank. Die Diakonie ist der zweitgrößte Arbeitgeber. Die einen mit 500.000, die anderen mit 450.000 Menschen. Ohne unsere Kirchen wäre nicht nur das Gepräge unserer Landschaft, unserer Städte, unseres geistigen Zusammenlebens anders, sondern unser soziales Zusammenleben würde morgen zusammenbrechen. Die Kirche steuert zu Caritas und Diakonie ungefähr 2% zu. Und nimmt sich aber Caritas und Diakonie als die großen Aushängeschilder von Nächstenliebe und Toleranz. Richtig ist, dass es eine Menge öffentliches Geld gibt für diese Arbeit. Aber das finde ich auch soweit in Ordnung, wenn wir auch öffentliche Aufgaben wahrnehmen und wenn wir gleich behandelt werden, wie alle anderen auch. Dann finde ich das auch, ist das gut zu legitimieren und völlig in Ordnung. Das ist eine falsche und unfaire Darstellung. Es ist ja nicht so, dass der Staat die Kirche finanziert, wenn sie sozial tätig wird, sondern die Kirche übernimmt einen staatlichen Auftrag in der Wohlfahrtspflege, wie alle anderen auch, wie der atheistische, der humanistische Verband ja auch. Der kriegt dasselbe Geld. Wieso sollen wir es nicht kriegen, wenn er es kriegt? Und im Gegenteil, es gibt Bereiche, etwa bei den Kindertagesstätten, da kriegen die Humanisten mehr als wir. Da müssen wir also aus Kirchensteuern noch zufinanzieren. Also so ist das, das muss man schon mal genau hingucken. Da ist es völlig daneben. Auch der 2. ökumenische Kirchentag in München ist vom Staat bezuschusst. Die Gläubigen sagen, die Fußball-Weltmeisterschaft wird auch von allen finanziert und auch der Kirchentag ist für alle offen. Katholiken und Protestanten sitzen an einem Tisch. Und da ist natürlich auch Platz für einen Atheisten. Das bedeutet für mich genau das, was Jesus auch getan hat. Er hat nämlich alle an den Tisch eingeladen. Und das heißt es für mich als Christ eben auch. Einfach Mahlgemeinschaft für jeden, der kommen möchte und ja sagt. Für die Gläubigen ist es Mahlgemeinschaft. Für Philipp Möller ändert das gar nichts. Für ihn sind es Menschen, die an einem Tisch sitzen. Nicht mehr und nicht weniger. Respekt muss man sich verdienen. Und ich nehme hier nicht aus Respekt teil, sondern für den Film. Also ohne den Film, ehrlich gesagt, hätte ich hier nicht teilgenommen.